nicht wahr. Aber ein neues. Weil das ja so verwinkelt sein muss. So, selbe Aufstellung wie anfangs. Ach, das lief doch relativ gut. Okay. Ja, bla 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 bla. Hab ich nur synchronisiert, mach ich nicht noch ein zweites Mal. Bitte danke, tschüss. Ey, das ist so viel besser. Ein Stück weit. Wenn wir Export früher rauskriegen. Ach, ja, war. So, ja, Donald bis auf Expert. Obwohl, macht ja keinen Sinn, weil Mantax. Weil einfach auch schneller ist als Mantax immer noch, ne? Ja. Ja. Ja, dann wieder Durchbruch, ja. Und Blubstrahl. Weil das ja, glaube ich, einmal komplett kaputt macht. Ja. Oder war das ein kritischer Treffer? Mach einfach. War eh zu erwarten. Ja, wir können heilen, das ist das Problem. Moment, ich muss nebenbei mal kurz Durchbruch googeln. Okay. Weil das nervt mich jetzt. Willst du jetzt das Gift heilen, oder? Ja, wäre ganz gut. Gift noch Gegengifte da haben. Gegengift 1, ja. Jo. Passt. Ach. Ja. Sprich Barrieren. Hat voll viel gebracht, weil es Schmiertoxin eingesetzt hat. Das war auch zu erwarten. Das Spiel arbeitet einfach so. Okay. Macht keinen Sinn, ihn vorher zu entgiften, aber hey. Weiterhin mit Durchbruch auf Rizzo raus. Können. Und dann weiter mit Mantax und Blubstrahl auf Rizzo raus. Nope. Tja. Rizzo raus wäre jetzt schon down, wenn, ne? Aber. Aber. Also Durchbruch, Durchschlägt, nur sowas wie Lichtschild und Reflektor und so. Ah, okay. Also quasi Verteidigung und Angrifferhöhung und so. Obwohl Angriff erhöhen tun Schilde nie. So, doch, so ein Dornschild, ja? Könnte. Erhöht die Verteidigung. Und den Angriff. Aktive Verteidigung. Ja. Aber hey, wir haben Rizeros down. Ja. Und Amphoros durchbricht. Es ist Dami aber wichtiger. So. Und die müssen Mantax heilen. Wollte gerade sagen, eher heilen oder rausnehmen? Ich glaube rausnehmen ist sicherer. Also erst mit Donnerblitz auf X-Bad eigentlich, damit nicht Amphoros auch direkt vergiftet wird, oder? Oder ist Dami wirklich so brandgefährlich? Du hast es gesehen. Wohl wahr. Sanflora? Expert.
Also. Ja, wahrscheinlich doch fast unser Führer. Wir müssen einfach nur irgendwie Mantax wieder hochkriegen. Gut, ich meine, wenn ich eine Runde irgendwas freilassen kann. Heilen kann ich ja auch durch den Ball durch. Ja. Was voll viel Sinn macht. Geht's ja dann die Limo drüber oder wie? Ja. Kipp's da rein. So, Pickabau. Damit ist Mantax jetzt übrigens auch wieder ziemlich sicher, weil der Donner ausgeschaltet wurde. Jo. Bis Ente reinkommt. Ja, aber. Also Raikou. Und nochmal Donnerblitz auf Philippa? X-Bad? Auf X-Bad in dem Fall. Okay. Und Solarstrahl direkt daher. Nur für den Fall. Ja. Okay. Ja, gut. Was soll's? Mhm. Haben wir noch drei. Einfach mal Skorgler einwechseln, ja. Denk an, sag, hätten wir Mantax noch. Ja. Aha. Boah, so knapp. Aber dann wird die Heilung auf Export verschwendet. So, ist jetzt die Frage, nochmal Donnerblitz auf... Nochmal Donnerblitz auf X-Bird, weil nach der Heilung hat er meistens ein bisschen weniger Verteidigung. Zumindest aus meinen Erfahrungswerten. Okay. Gibt man trotzdem. Sollte, theoretisch. Und Schlitzer hinterher zur Sicherheit, denke ich? Ja, in dem Fall einfach, ja. Wenn nicht, dann trifft's ja auch immer noch irgendwen. Trifft's Raikou, ja. Oder auch nicht. Was? Keine Heilung? Nee, ein Schutzschild nur. Wow. Ich verstehe nicht. Auch deswegen, um sich eine Runde zu sparen, um da Schaden ins Gold reinzudrücken. So, nochmal. Einer Blitz. Ins Gold heilen. Denke ich. Ja. Ja, mega. Okay, immer noch keine Heilung? Seltsam. Oder hat Skull auch keine Heilsachen? Das kann sein. Ich bezweifle. Oder er hat seinen Top-Trank, den er nur für Entei verwendet. Raikou, meine ich immer noch. Zumindest ist X-Bad jetzt weg. Also kein Toxin mehr. Ja, und Raikou kommt jetzt rein wahrscheinlich. Ja, muss ja. Ist das letzte. Eben. Das läuft doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn... Stalker das jetzt überlebt. Ja, was, Roxy macht in der ersten Runde nur 10? Nee, das ist kein Fest. Das ist in der ersten Runde ein 16. Ah, des okay. Lebens. Jo, gut. Egal, hat überlebt. Passt. Eben. So, dann haben wir jetzt Pelipper. Ja. Und das auswechseln. Ja. Und stattdessen... Reifel, glaube ich. Klingt doch gar nicht so schlecht eigentlich, ja. Jetzt kommt Surfer von Pelipper, aber egal. Würde, glaube ich, so keinen Sinn machen, oder? Doch, weil Ampharos ja kaum noch Leben hat. Ach ja, natürlich, Krypto-Pokémon. Okay, nice. Macht ja nicht viel. Und verletzt sich selbst. One Hit? Ja, One Hit. Und das wäre eigentlich super.
Jo. Das war's dann so ziemlich, ne? Ja. Oh mein Gott. Das ist so verboten einfach. Durchbruch. Durchbruch. Ich wollte mal fragen, was Sinn macht. Und Schaufler? Ja. Ganz überlebt. Wahrscheinlich nicht. Oh. Warum ist das? Ja, das andere ist ein Typ Boden-Pokémon. Ah ja, gut, macht Sinn. Donner ist eigentlich die einzige starke Attacke, die das Vieh drauf hat, neben Rückzug-Hieb, und das ist einfach schwach. Und nochmal Durchbruch. Oder auch nicht. Bauernopfer. Ja, nu, so mehr ist das jetzt nicht gewesen. Und, ach, Ariel ist nochmal raus, das ist auch was. Ach ja, das hält, glaube ich, ein klein wenig was aus. Frische Luft bekommt. Ach ja, das. Pfiff. Puff. Pum. Brauch mal das selber. Du hast seit unserem letzten Kampf wohl viel trainiert, was? Ja. Verdammt viel. You wouldn't know. Oh, es wäre wirklich ein fantastisches Experiment, dich in unsere Organisation einzugliedern, Vego. Hier, nimm dies, um die nächste Tür zu öffnen. Zu freundlich. So sind nett die Leute. Du wirst wissen, was sich hinter dieser Tür befindet. Du willst wissen, nicht wirst. Alter. Das wirst du schon selbst erforschen müssen. Nix. Lux. 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 Ja, Lux. Erstmal den Verlust wegsaufen. Junge. Oh, du wurdest übrigens benachrichtigt. Ja. P-Stern der A. Mails. Von... Meine erste Mail. Ach nee, das war der, den ich so episch gesprochen habe. So episch und uralt, ne? Surfers war Opa Ash, glaube ich. Ja. Eben. Alter. Geehrter Vego. Ich bin Surfers aus Immerité. Dies ist die erste elektronische Nachricht, die ich versende. Moderne Technik ist mir eher fremd. Dennoch ist es mir gelungen, dir zu schreiben. Das eigentliche Thema ist aber... Warte. Ich bin Spite. Ich bin Spite. Wir blättern hier um. Links, rechts geht nicht. Doch, da jetzt hier. Nee. Es ist Grant. Da. Einfach runter. Geht nicht. Runter ist direkt Spite. Ich glaube einfach A drücken war das. Nee. Schultertasten, oder? Nope. Wie hat man nochmal gescrollt? Oder ist die mir einfach abgebrochen, weil er es nicht hinbekommen hat? Nee, dann würde er nicht vor zurückstehen wahrscheinlich. Geh mal kurz alle anderen Mails durch. Gibt es irgendwelche anderen Mails, die noch länger als eine Seite sind? Nee. Oder habe ich die Schultertasten einfach nicht definiert? Das kann auch sein. Glaube ich zwar nicht, aber... Ich habe meine auf links und rechts. Ja, ich habe hier Gamepad. Wo ich auch Schultertasten habe, die ich eigentlich definiert habe, aber... Gut. Aber eigentlich muss man einfach hoch und runter gehen. Vielleicht ist es wirklich einfach abgebrochen. Gehen wir einfach mal dahin und fragen nach. Genau. Ah. Also doch. Typisch Großvater Sofas, die Nachricht endet mitten im Satz. Und jetzt, Vego,
Sollen wir zurück nach Enrete oder weiter in den Turm? Der jetzt ganz leer ist. Wir finden es beide. Ach, da blinkert's ja so schön. Deswegen die Dinger, ich verstehe. Damit vergiftete Pokémon länger überleben. Was, wie? Deswegen, hier die Plattform, es denkt alles einen Sinn. Schaffe ich es bis zur Heilstation? Wenn nicht, ist doch eigentlich auch egal, oder? Ja, aber es ist jetzt eine kleine Challenge an mich. Ob ich das hinbekomme oder eben nicht. Glücksspiel, in gewisser Weise. Mit einem ganz klein wenig Können dabei. Boah, da werden dich. Da wird dich dieser Mütterverband, der da Pokémon angehauen hat. Hey, ihr seid scheiße. Hey, geschafft, ja? Was? Ja, der angehauen hat. Wegen einem Casino da in. Wegen überhaupt jedem Casino in den Spielen. Okay. Nach Diamant und Perl gab es keine Spielehallen mehr. Okay. Die einfach mitunter die beste Musik in den Spielen hatten, teilweise. Oder wirklich ziemlich gute Musik. Ich muss sagen, kann ich ein bisschen abschweifen mal. Ich habe letztens aus Diamant und Perl auf YouTube hier mal die Melodie davon nochmal gehört. Ja. Das klingt einfach mal gar nicht wie der Rest. Also, es ist eine ganz andere Stimmung, sag ich mal, als der Rest des Soundtracks von Diamant und Perl. Klingt einfach ganz anders. Hab ich nie gehört anscheinend. Ich war nie in der Halle wirklich länger drin. Okay. Wie mit Ton. Du bist zu weit gerannt. Bin ich das? Ja. Hier rein? Ja. Okay. Übrigens, so. wär's viel schlauer gewesen, hätte ich die ganze Zeit Snow gesprochen, aber hey. Hier ist es auch egal. Wieso? Keine Ahnung, weil es bin halt quasi ich. Du kannst doch keine Frauen stimmen. Also, ich auch nicht, aber du kannst es noch schlechter als ich. Wer sagt das? Ich. Na, dann sag du das mal. Habe ich gerade schon. Ich wiederhole mich nicht. Nicht in deiner Anwesenheit. YOLO! Pika Pika.